Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zum aktuellen Wetterbericht aus Freudenberg an der Ruhr. In dieser Woche präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte in Freudenberg. Und auch der Monat November hat natürlich seine ganz besondere Bedeutung und seine Bauernregeln. Die Bedeutung des Monats November übrigens, das römische Jahr begann ja ursprünglich am 1. März und November kommt aus dem Lateinischen, heißt das Neunte. Und das Neunte, der neunte Monat nach dem März, das war eben der November. Im Altdeutschen hieß das Ganze Herbstmanot und im 15. bis 18. Jahrhundert war es der Wintermonat, magisch ist es der Nebelmond und der Glücksstern des Novembers ist der Topas. Und die Bauernregel des Tages, eine von den Bauernregeln besagt, Schnee am Allerheiligen Tag selten lange liegen mag oder bringt Allerheiligen einen Winter, so bringt Martini einen Sommer. Ja, zum Allerheiligen Sonnenschein tritt der Nachsommer ein und das beziehen wir heute mal auf Freudenberg. Die aktuelle Temperatur am Vormittag knapp 13 Grad, die Luftfeuchtigkeit beträgt 79% und es bleibt ein milder erster Novembertag. Das war der aktuelle Wetterbericht aus Freudenberg, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann aus Halle und vom Fotostudio Gerhard Nolte aus Freudenberg. Auch morgen gibt es wieder ein Wetter und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wäret und sage bis dahin, macht's gut, in alter Frische.